hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge World of Warcraft Classic in LBS mit der kleinen Gruppe noch unterwegs. Wir sind Richtung Endboss unterwegs. Er hat verzichtet, sich einen Kaffee zu machen, weil ich gesagt habe, wir sind gleich durch. Das ist auch Gott sei Dank der Fall. Und dann haben wir es erledigt. So. Plus Feuer. Der steht ein bisschen arg ungünstig tatsächlich. Er muss noch ein bisschen näher hier rankommen. Ums Eck. Möchte da jetzt nicht hinlaufen. Ah, jetzt. Ums Eck gehen soll helfen bei sowas. So, dann können wir nämlich den ganzen Mist hier können wir auslassen und können hier einfach vorbeilaufen. So, den Mist hier noch. Herzlichen Dank. So. Hab ich. Hab ich. So. Oh, bitte nicht. Bitte geh da weg. Hä? Hä? Seit wann kann ein Hexenmeister sich teleportieren? Also, ja, sie können aber so teleportieren. Ernsthaft? Das können die? Wusste ich gar nicht. Als nächstes haben wir tatsächlich die Gruppe hier. Und zwar den Rufer. Den Rufer. Den hier. Aber erst die Hunde. Aber erst die Hunde, bitte. Ich probiere es immer wieder, bis es irgendwann mal klappt. Ich habe tatsächlich noch die Akku gerade. Okay, jetzt hat die Eule die Akku. Da geblieben. Da geblieben. Meiner. Ich erhebe Anspruch. Okay, der ist hin. Erst ihn hier. Den hätten sie eigentlich nur wegnuken müssen, tatsächlich. Anstelle auf die Grundsatz zu gehen, aber gut. Weil den, ganz ehrlich, wenn alle drei Fernkampfklassen, die wir da haben, draufgehauen hätten, wäre er tot gewesen. Aber sowas von ohne Probleme. So. Hey ho. Let's go. Weil ich auch noch die Aggro gegen den Munkin. Ah! Bingo. So. Bingo Bongo. Dann können wir hier entlang, da entlang, da entlang. Irgendeiner ist runtergefallen. Ich hoffe, er hat keine Aggro. Okay. Das haben wir. Jetzt geht's hier noch lang und dann sind wir beim Endboss. Sehr hübsch. So. Gleich wieder oben. Mana. Ja, ist schon recht. Ich glaube, hier hinten war doch der Start, oder? Ja, hier von da sind wir gestartet irgendwo tatsächlich auch. Ich glaube, hier unter uns tatsächlich, oder? Da sind auf jeden Fall die Spinnen. Also es ist wieder relativ verkorkst, die Inni. Da, das Wolfsfleisch. Zwischendrin noch gelootet. Okay, wir können eigentlich schon mal aber, oder? Ist der Mage da? Nee. Ah, nee, der Mage ist runtergefallen. Okay, kein Pull, gar nichts. Boah, das ist schön. Dann läuft's. So. Hey ho, let's go. Achso, ich hab wieder den. Ich hatte ihn noch als Mond markiert, oder? Hat ihn einer weggenommen? Na, jetzt ist egal. Jetzt ist wurscht. Na komm, den nehmen wir gleich mit. Patrouille. Gerne. Sparen wir uns die schon. So, ein bisschen Trash noch und dann sind wir beim Endboss und dann sind wir hier durch. Tatsächlich, halbes Level haben wir jetzt, also jetzt ziemlich genau haben wir ein halbes Level geschafft. Sogar ein bisschen drüber schon. Und, ja. Ich würde sagen, eine Inni noch und danach sind wir Level 60. Wenn ich ein bisschen Vorarbeit noch leiste, aber nur minimal. So. Bingo. So, Bingo Bongo. Ich glaube, ihn, können wir ihn einzeln pullen? Ich glaube, ja. Wir probieren es trotzdem mal so, so. Nee, erst den Berserker, Heini. So, so. Ich probiere mal einzeln zu pullen. Wenn nicht, kommen sie alle mit.
Das geht aber noch, glaube ich. Dann erst den Kriegsherrn würde ich tatsächlich zuerst töten. Der macht tatsächlich, glaube ich, mehr Schaden als die restlichen. So, gleich haben wir es. Yay. Gott sei Dank. Probieren wir es mal. Ja, sehr schön. Ina, bitte Fürst. Na, ah, ich war gestunt. Wollte gerade sagen, wieso hat mein Team nicht ausgelöst? So, dann noch die kleine. 336 Erfahrungspunkte. Eigentlich gar nicht, tatsächlich gar nicht so wenig, was ihr kriegt. 336 Erfahrungspunkte kriege ich auch, wenn ich einzeln, also wenn ich allein unterwegs mit einem Mob töte. Da ich als Tanke-Skills bin, ist das Mob-Töten tatsächlich eher eine Lebensaufgabe. Komm, ihn hier. Amana ist voll vom Priester. Soll sie nicht so anstellen. Nein! Aha! Der zweite Schlag, wenn ausgewichen wird, tatsächlich ist nicht so schlimm. Ich finde den ersten immer schlimm. Wenn der erste Schlag immer ausgewichen wird. Das hasse ich wie die Pest. Klassensuche. Was? Neue Klassensuche bei uns? Leider keine Krieger. Wir sind wie Krieger, sind wir übergesetzt bis zum geht nicht mehr. Ach Mist, wieder Kommas. So. Ihn hier Sheep, ihn hier First, ihn hier Second und hey ho, let's go. So, dann die Gruppe noch. Wir müssen hier eh alle machen, weil ja die Ads danach kommen beim Boss. We know, we know, we know. So, nachschieben. Er müsste es eigentlich gesehen haben. Er sollte auch nach... Macht er. Warte, wahrscheinlich hat er Sheep auf der fünften Leiste irgendwo liegen. Können wir vorstellen. Ja, ich renne nicht hinterher. Das sehe ich gar nicht ein. Sonst würde es ja nicht. Au! Arsch. Wie kann der eigentlich so viel Akku ziehen? Der muss doch. Der macht zusätzlich Damage sogar. Okay, Rufer weg. Nuken. Steht da noch einer? Nee. Dann den Berserker. Berserker. Dann den hier und so weiter und so fort. Und okay, er sitzt gerade. Dann warten wir kurz, bis wir die Mana wieder komplett voll haben. So, Mana voll. Einmal Rüstungsreisen, das muss reichen. Der blöde Hund steht jedes Mal im Weg rum. Beziehungsweise die Trolldame steht, die Orkdame steht mittendrin. So, und das Schweinchen lebt auch noch. Ah, es ist übrigens, das fällt mir jetzt gerade auf, es ist schon wieder ein Schweinchen und kein Schaf mehr. Später, wenn Zulgerup kommt, wird es eine Schildkröte tatsächlich auch. Zulgerup kann ein Buchband droppen, dass der Magier statt des Schweins auch eine Schildkröte machen kann. War mein Lieblingsding früher. So, Endboss. Dann noch kurz besprechen, dass wenn die Ads kommen, ja, dass die Ads erst gemacht werden am besten. Und eins im Dauerschieb gehalten wird. So. Kommt bitte Dauerschieben, Rest umhauen. Und dann haben wir's. Yay. So, komm, ich hau mir nochmal einen Rüstungsdrang rein. Ich nehme nochmal ein Essen. Essen habe ich mittlerweile mehr als genug. Großer Seenstein. Jo. SS wäre noch geil, wenn gesetzt wird. Man weiß ja nie. Ja, wurde gesetzt. Sehr schön. Wie immer also. Jo. Wie immer. Ah, guck mal, da war sogar noch Loot irgendwo. Gar nicht gesehen. So. Okay. General. Droppt der überhaupt irgendwas für uns? Nee. Feuerwiderstand. Glaube nicht. Schadenspunkte absorbiert. Oh, ich glaube, der Ring wäre nice.
Er ist episch. Er wäre selbstverständlich nice. Okay, hey ho, let's go. Okay, er hat... Genau, er hat einen hochgewirbelt. Aber nur hochgewirbelt, nicht nach vorne gehauen. Und er pariert alles. Ah ja, das war... richtig. Ah ja, und er konnte sehr viel parieren. Und ich verfehle sehr oft. Aber ist er Level 60? Also gar nicht so hoch vom Level. Ah, okay, ich werde tatsächlich ein bisschen werde ich auch weggeschleudert. Okay, da kommt Ed. Ah, okay, das ist ein Dauerschieb. Das hier ist First Target. Soll aber erstmal rankommen, oder? Ach komm, haut ihn um. Der hat noch 3000 Leben, ganz ehrlich. So, jetzt ihn hier. Ah, schade. Das Blut auf jeden Fall bedarf. Latte. Handgelenke habe ich bessere. So, ihn hier noch. Und Stab brauchen wir nicht. Werden den Edelstein. Hypno irgendwas? Edelstein? Ah, Edelstein hat Schaffo schon wieder gewonnen. Ich glaube, er hat zwei Items tatsächlich gekriegt hiervon. Mist nicht. Ich habe nicht einen einzigen gekriegt. Das ist traurig. Okay, UBS-Schlüssel in weiter Ferne. Aber wir sind durch. So, Magier noch ein Portal und dann haben wir es eigentlich. Kurz bitte zu den Spinnen. Ach, er will noch seine Quest, oder? Wir können springen, glaube ich. Also so schlimm ist es gar nicht. Ich glaube, wir können hier runter. Guck mal, hier müssten wir eigentlich nach unten können, oder? Ich glaube, hier... Ist das hier? Boah, eigentlich ist das hier. Eigentlich können wir hier runter. Au. Hier runter. Au. Überleben wir das? Au. Oh, okay, man überlebt es auch, wenn man ganz nach unten fällt. So, hier liegen die irgendwo. Hier irgendwo an der Wand ist eine Kiste. Ich würde sagen, das interessiert ja euch nicht mehr. Das war's für die Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir haben das halbe Level geschafft. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.